So, weiter geht's heute mit einer einzigen, also mit einer alleinigen Eupresia-Folge. Ja, Ziel ist halt eigentlich ein Alex-Set zu farmen. Wobei ich dazu sagen muss, dass sich das nach aktuellen Erkenntnissen relativ schwierig gestaltet, leider. Pet war draußen, hoppla. Also werden wir, glaube ich, schon noch eine ganze Weile mit beschäftigt sein. Wie lang? Mal schauen. Wir können auch nebenbei ein bisschen scrappen oder so. So, dann haben wir ein bisschen was zu tun, ein bisschen was anzuschauen. Passiert ein bisschen was, bewegt sich was. Oh, wir sind bald Level 9. Nice. Können wir jetzt den anderen Mist scrappen und wir können sogar unser Schmuckset upgraden. Ach nee, wollten wir, glaube ich, nicht, oder? Dann habe ich nur noch 4 von 4, das wir verlieren. Nee, wir können unser Schmuckset nicht upgraden. Oh nee. Wir haben aktuell 9 von 11. Nee, können wir nicht machen. Geht nicht. Mystical Might. Wait, Mystical Might, das heißt, es gibt auch einen anderen? Lusaka Weapon, Lusaka Dust. Ach lol. Ich würde ganz genau wieder mitspielen. Hallo, darf ich hier wieder? Ein bisschen unangenehm hier. Funktioniert das super? Okay, alles gut. Alles top, alles bestens. So. Mystical. Nee, es gibt nur Mystical Might. Okay, alles gut. Okay. Hätte das sein können. Na gut. Weiter recyceln. Kann man noch nicht recyceln. Genau. Kann man diese Meteors eigentlich... Ah, warte mal, es wäre sogar ziemlich cool, wenn man die recyceln könnte. Achso, nochmal kurz was killen. So, und weiter geht's. Ah, sehr geil. Level 10 braucht das, schade. Na, okay. Warte, haben wir gerade nicht das Zeug angesammelt da eben? Genial. Einfach nur genial. So, dann gehen wir mal auf unser Special Food hier. Was regeneriert das? 90.000? 30.000. Das heißt, man braucht hier wahrscheinlich gar keine Lakotten. Wahrscheinlich gibt es auch gar keine Lakotten. Ist halt mal was anderes irgendwie. Also kann man halt auch mal machen. Ich muss mal auch sagen, dass sich das Ganze aktuell noch ziemlich gut farmt. Also die Solo-Farmerei hier, die läuft noch immer. Die läuft gut. Die läuft verdammt gut sogar, würde ich mal sagen. Also ich habe schon mit mehr Widerstand gerechnet. Ich sage jetzt nicht, dass es einfach ist. Also wir haben jetzt wirklich... Wir hatten schon unsere Probleme jetzt und so. Also es ist ganz so easy war es nicht. Aber ich muss sagen, ich hatte trotzdem so ein bisschen Bedenken, so, oh, das packt man nicht, dies und das und keine Ahnung. Aber ich bin ziemlich happy, dass es eigentlich dann doch so gut gebalanced ist. Und dass es läuft. 15k, holy shit. Direkt gechinkst. Ah, muss ich, Fuhn, lol. Ah, man kann es nicht kombinieren. Na, okay. Oh, hier, ein Teil. Zwei Teile. Warum lese ich einmal Viagra? Okay. Mystical Intellus und Mystical Vigra. Das ist nicht das, was wir uns so vorgestellt haben. Absolut nicht. PvE, da war es 10%. Okay. Das Set hat es aber trotzdem in sich. Naja.
Ach, die Zeit, ich habe gerade so mein Ping. Holy shit, ich dachte mir gerade, was ist mit meinem Ping los? Jetzt war ich gerade ein bisschen schockiert. Na gut. Genau, ja, Set. Ja, wir brauchen halt wirklich 8 Teile. Ne, wir brauchen wie viele Teile? Wir haben 9. Was ist der 9. Teil? Ach, 5 und 4, ja. Alles gut. Wow. Ja, also 9 Teile braucht man halt. Oder 8 Teile zumindest, glaube ich, bis wir halt dann die besseren Effekte haben. Eher 9 eigentlich. Oder besser formuliert, wir brauchen erst unser volles Set, bevor wir das eigentlich anziehen können. Bevor es auch Sinn macht, dass wir das ganz andere Zeug hier upgraden können. Genau. Ich weiß es immer noch nicht, woher dieses Packs-Teil kam. Vielleicht hat es auch noch irgendwie neu sortiert und deswegen ist es dann da gelandet oder so. Kann ja auch alles sein. Prozent beim Pad. Eigentlich auch gar nicht so kacke irgendwie. Ja, aber nicht mehr lang. Ey, ich bin auch so froh, wenn ich die ganzen Shit hier wegkriege. Aber Warpunkte haben wir aufgesammelt, genau. Ja, 3,3K. Ein bisschen was fehlt leider schon noch. Also. Ganz so einfach wird es uns dann trotzdem nicht gemacht. Mystical Restrasiut? Was ist eine Mystical Restrasiut? Danke, ich war das. Nee. Mystical ist. Kommt es nach Legendary? Wahrscheinlich, oder? Ja, immer noch nicht. Ja, so schnell ist Amazon nicht erreicht, leider. 13 XP, ja. Das dauert dann doch ein bisschen. Nein, ihr müsst Viecher. Routet mich doch jetzt nicht. Ey, ich hasse Routing. Zum Glück gibt's ja Holdies. Ohne Holdies wäre ich ja so verloren. Okay. Naja. Ist eigentlich so lustig, dieses Teil, dieser Boss. Schau doch mal das Ding da mal an. Es ist irgendwie so ein Ding. Ich frage mich halt so ein Fly tatsächlich teilweise, welche Drogen haben die genommen? Das Ding ist. Okay, vielleicht ist es einfach irgendein Ding aus der Mythologie, was ich jetzt nicht kenne oder so. Wahrscheinlich ist es halt so. Aber. 4 Arme. Das Ding ist eine Pflanze und ein Mensch zugleich. Dann diese komische Heiligenscheine drüber. Die Krone. Nee, ist eine. Ist eine Schlange? Das Ding bewegt sich zu viel, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, es ist irgendwie ganz wild, ich weiß es nicht. Total verrückt. Donuts! Yay. Ja, also ich fühle es ja auch mal ein bisschen zu viel als zu wenig. Das ist einfach sinnvoll, finde ich. Ein Teil. Uff. Uff. Also ich glaube, die Chance, dass wir unser 90er... Wir brauchen unser 90er-Set, ja. Shit. Also beziehungsweise wir könnten... Nee. Das wird kritisch.
Also ich habe gehört, dieser Shroom Dungeon ist auch ziemlich gut zum Geld farmen und so weiter. Das heißt, auch wenn man den Boss nicht schaffen, kann man halt da gut farmen. Aber das Ding ist halt, ich will jetzt halt auch nicht, also klar, wir könnten halt irgendwie Geld farmen und Set-Teile farmen und so weiter. Also, oder nicht Set-Teile, ich weiß es nicht mehr. Also Set-Teile ohne diese Effekte da. Und damit unser Set hier auf plus 10, 15, 20 machen. Aber das kann es ja auch nicht sein, oder? Also auch nicht das in der Sache. Ich meine, die 100k, die sind bestimmt erreichbar irgendwie. Oder wir ziehen uns dafür dann schon einen Tank hoch. Ah ne, wait, warte mal, das ist ja... Ich habe schon vergessen. Wo trappen wir nochmal die 105er Set-Teile? Die trappen doch auch irgendwo, oder? War nicht meine... Nee, glaube ich, fehlten irgendwie da drin. Aber ich glaube, im Shroom Dungeon droppen die auch. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig. Was haben wir noch alles? Knuckle. Ja, der Knuckle war schon gut. Boah. Okay, Was sagt denn hier eigentlich das Wiki? Wiki. Also nicht Wiki. Wiki, aber auch nicht Wiki. Mistralia. FAQ. Ist es FAQ? Crafting Weapons, Awakening, How to Vote, bla bla bla. Accessory Effects und so weiter. Hier ist so viel Zeug drin. Frenzy Item. Roadmap gibt es ja auch. Oder auch nicht, keine Ahnung. Mistralia Guide. Okay. Boah, dieses Ding ist immer so ewig lang. Holy moly. Okay. Premium in die Options, XP, Super Awakening, DPS Meter. Alter, es nimmt kein Ende. Achievements und Perbuffs, Rarity. Hier. 160, 75 bis 105, 120. Hä? Egal. Level-Region, ja gut, okay. Money-Making, Hand Giants, AOE, Famflaris, Tower, B3. Okay. Okay, man hat dieses 105-Equipment sehr lange Zeit, bis 130, schreiben die hier. Prepare to acquire the level 105 equipment. A mystical Kratos, mystical Merlins or forgotten, depending on your class. Warte mal, die sagen hier, man sollte es eigentlich lieber skippen. Okay. Ja, ich erinnere mich gerade an irgendwas. Ich glaube, das wurde mir schon mal vorgeschlagen. Mystical... Scheiße, wie ist das Zeug? Mystical Kratos. Achso, nee, das sind die Dinger. Aber wo farm ich das? Das steht ja nirgendwo dabei. Oh? Das erste Teil. Und als One-on-One-Set. Nee, ich glaube, es ist echt Zeitverschwendung. Ich glaube, das machen wir nicht. Die normalen Set-Teile kriegt man von Popcrank und Klafan. B4, B5. Warte mal, hier. Hier steht es ja. Set Pieces Mystical only from crafting. Okay. Ah ja, gut. Ich meine, das sind wir dann, glaube ich, ganz gut mit dran. Das heißt, wie craften wir das Zeug? Blacksmith. Armor. Assist. Nee. Unique Craft. Bildhauster. Wir brauchen sogar zwei Sets für mich drauf, genau. Shroom Dungeon.
Kann man nur kaufen. Legendary Dust. Okay, das heißt, wir müssen Legendary Waffen farmen. Ja gut, aber das ist halt machbar. Also die farmen wir bei Gigs. Ja gut, aber das ist doch echt machbar eigentlich. Ja, das ist schon machbar. Was haben wir hier? 50 STA, 25 Speed. 18% Def. 18% Def. Bin verrutscht. 15% Miniblock, 18% HP. 1500 HP und 30%. Ja, okay, das ist aber geil. Das ist aber schon geil. Was brauchen wir dafür? Also wir brauchen 9 Teile. Mhm. Ne, 8 Teile brauchen wir nur. Oder wie? Oder was? Oder hä? Hör mal, Shield of Evil, das ist auch ein Teil, hör mal. Ah ja. Gut zu wissen. Was ist denn der Crystal Fist? Wo gibt es denn dieses Ding wieder? Weapons. Kein Plan. Kein Plan. Aber gut. Das macht nichts. Genau, wir haben uns dann. Ja, wir haben uns alles gefarmt. Nee, also wir fahren nächstes Mal weiter. Das bringt hier gar nichts. Also die Droprate ist hier leider. Was haben wir gedroppt? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Teile haben wir gedroppt mit 5 Runs. Nee, ganz ehrlich, wir werden hier so lange beschäftigt. Das macht keinen Sinn. Klar, wir farmen natürlich jetzt ja auch immer wieder andere Sachen, die man halt scrappen können und so weiter. Aber trotzdem, nee, das macht keinen Sinn. Okay, gut, wissen wir Bescheid. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.